gucken. Ich wollte euch mal zeigen, woran erkenne ich eigentlich bei einer Rosenkäferlarve, hier Mercynorhina polyphemus confluens, eine dicke L3. Woran erkenne ich jetzt eigentlich, dass es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Ja? Weil so sehen sich ja die Larven alle sehr ähnlich. Aber woran erkenne ich das jetzt? Hier unten am Hinterleib. Hier habt ihr einen Punkt. Warte mal, ich halte es mal ein bisschen ins Licht. Hier. Da ist der Punkt. Das ist das sogenannte Heroldsche Organ. Und daran können wir erkennen, aha, diese Larve hier wird mal ein Männchen. Ja. Vielleicht immer mal ganz wichtig, so auch mal zu wissen für die nicht so ahnungsbereichten Menschen hier, für die Käferzuchtanfänger hier, dieser kleine Punkt hier unten am Unterleib. Das sogenannte Heroldsche Organ, das dafür sorgt, dass nachher aus der Larve ein männlicher Käfer wird. Genau, ja, also hier schön zu sehen, eine relativ dicke Mercynorhina polyphemus confluens Larve. Ein schönes Beispiel. Ne? Wir gucken mal, ob ich noch ein weibliches Tier habe. Kleinen Moment. Hier zum Beispiel habe ich in der Box ein weibliches Tier drin. Da wollen wir jetzt mal gucken. Ist etwas kleiner. Ja, aber hier schön zu sehen, fehlt dieser Punkt. Ja. Hier haben wir diesen Punkt nicht. Ja. Da wo er jetzt bei der anderen Larve war, nämlich genau hier, fehlt dieser Punkt. Und daher wissen wir, dass dieses Tier, auch Mercynorhina polyphemus confluens, mal ein weiblicher Käfer wird, wenn er fertig ist. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank.